Ja, über TCP als klassisches Schicht-4-Protokoll haben wir bereits gesprochen. In dieser Session soll es dann mal um UDP, die andere Variante des Transportschichtprotokolls, gehen. Bei UDP verfolgt man nun ganz andere Ziele als bei TCP, befindet sich auch auf der vierten Schicht. Damit enden aber auch fast schon die Gemeinsamkeiten. Und zwar geht es bei UDP eher darum, dass man eine Datenübertragung mit einem minimalen Protokoll-Overhead und damit auch mit minimalen Protokollmechanismen eben realisiert. Es geht also letzten Endes darum, dass man den Datendurchsatz optimiert, was dann allerdings auch auf Kosten der Sicherheit geht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, will man das auf Kosten der Sicherheit? Grundsätzlich schon, es gibt verschiedene Szenarien, wo das mehr als Sinn macht. Und genau da schauen wir jetzt auch nochmal drauf, was gibt es also für Dienste und für Anwendungen für UDP. Es geht vor allem darum, dass wir die Geschwindigkeit optimieren, dass wir also Daten möglichst schnell von A nach B bekommen, ohne dabei zu gewährleisten, dass auch wirklich jedes Datenpaket ankommt. Auch dort wird ähnlich wie bei TCP auf Multiplexing mit Hilfe von Ports gesetzt, aber wir haben eben kein Verbindungsmanagement, wir haben keine Flusskontrolle und wir haben auch keine oder nur eine ganz rudimentäre Fehlerbehandlung oder Fehlerkorrektur an dieser Stelle. Wo wird das Ganze nun also eingesetzt? Im Endeffekt bei Echtzeitanwendungen. Was sind Echtzeitanwendungen? Ganz klar, sowas wie zum Beispiel IP-Telefonie, also Voice over IP. Letzten Endes auch sowas bei Video-Streaming, also wenn man ein Video über YouTube zum Beispiel sich anschaut, dann ist es natürlich nicht so ganz wichtig, dass wirklich jedes Paket ankommt, wenn da irgendwie mal zwischendurch was fehlt. Das nimmt das menschliche Auge gar nicht wirklich wahr. Und letzten Endes auch bei Videokonferenzen, also nicht nur bei Voice over IP, sondern auch bei Video über IP. Wenn wir jetzt mal diese beiden Header von UDP und TCP an dieser Stelle vergleichen, dann sehen wir, alles das, was blau eingefärbt ist, finden wir in beiden Protokollen. Wir stellen dabei aber auch fest, dass zum Beispiel sowas wie die Sequenznummer oder die Acknowledgements bei UDP fehlen. Bei TCP sind sie vorhanden, bei UDP eben nicht. Und genau das ist eben der entscheidende Unterschied. Wir haben logischerweise auch Portnummern, wir haben auch sowas wie die Länge, denn wir müssen ja feststellen, wie lang ist eigentlich letzten Endes der Datenteil in meinem Paket. Und wir sehen auch, wir haben so etwas wie eine Checksumme. Also das ist wirklich ganz rudimentär so etwas, wo wir in Richtung Fehlerkorrektur gehen. Eine andere Gegenüberstellung zeigt uns das nochmal ein bisschen deutlicher. Also Ende-zu-Ende-Kontrolle bei TCP vorhanden, bei UDP nicht. Sowas wie Flusskontrolle auch bei TCP vorhanden, bei UDP nicht. Fehlerbehebung, also Fehlererkennung, gerade schon gesagt, durch die Checksumme durchaus vorhanden. Eine Fehlerbehebung haben wir bei UDP im Gegensatz zu TCP nicht. Und wir sehen auch schon, dass der Header unterschiedlich groß ist. Das haben wir im vorherigen Schaubild gesehen. Bei TCP 20 Byte, da haben wir auch deutlich mehr Protokollinformationen drinstehen. Bei UDP sind es eben nur 8 Byte. Was letzten Endes dazu führt, dass die Geschwindigkeit bei UDP natürlich größer ist, dass wir mehr Daten in derselben Zeit übertragen können. Was aber letzten Endes auch dazu führt, dass wir eine geringere Sicherheit haben. Die Belastung der Systemressourcen, auch wieder geschuldet dem Protokoll-Overhead, ist bei TCP, deswegen hat man sich für TCP als Protokoll entschieden, durchaus noch moderat. Bei UDP ist es aber deutlich geringer noch einmal.